Herr und Frau Weber möchten ihr Haus verkaufen. Dafür suchen sie einen Profi und werden auf einen IVD-Makler in ihrer Nähe aufmerksam. Mit ihm besprechen sie ausführlich den Verkauf ihres Hauses. Um ihn zu beauftragen, hat Familie Weber nun drei Möglichkeiten. Möglichkeit A – Doppelmakler mit paritätischer Teilung der Provision. Familie Weber schließt mit dem Makler einen Maklervertrag. Darin legen sie auch die Höhe der zu zahlenden Provision fest, wenn das Haus verkauft wird. Zum Beispiel 3% zuzüglich Umsatzsteuer des Kaufpreises. Auch mit den potenziellen Käufern schließt er einen Maklervertrag. Bringt er Verkäufer und Käufer zusammen, bekommt er von beiden Parteien jeweils die vereinbarten 3,57% Provision inklusive Umsatzsteuer. Der Kern liegt hierbei darin, dass mit den Interessenten keine andere Höhe der Provision vereinbart werden kann als mit Familie Weber. Die Provisionshöhen müssen identisch sein. Möglichkeit B. Einseitige Interessenvertretung für den Verkäufer mit der Möglichkeit, dass sich der Käufer bis maximal zur Hälfte an der vom Verkäufer versprochenen Provision beteiligt. Nur Herr und Frau Weber schließen mit dem Makler einen Maklervertrag. Darin legen sie fest, dass der Makler exklusiv ihre Interessen beim Verkauf vertreten soll. Die Provision beträgt zum Beispiel 6% zuzüglich Umsatzsteuer. Sie wünschen sich, dass der Käufer einen Anteil der Provision übernehmen soll. Die Höhe des Anteils ist gesetzlich auf maximal 50% begrenzt. In unserem Beispiel also 3% zuzüglich Umsatzsteuer. Natürlich muss der Käufer das nur übernehmen, wenn er sich hierzu bereit erklärt hat und der Verkäufer nachgewiesen hat, dass er seinen Anteil gezahlt hat. Bei dieser Variante ist allerdings zu beachten, dass der Käufer auf den übernommenen Anteil Grunderwerbssteuer zahlen muss. Möglichkeit C. Die einseitige Interessenvertretung für den Verkäufer, der die Maklerprovision zu 100% übernimmt. Herr und Frau Weber schließen mit dem Makler einen Maklervertrag. Sie möchten, dass der Makler nur ihre Interessen wahrnimmt und vereinbaren eine Provision in Höhe von zum Beispiel 6% zuzüglich Umsatzsteuer. Nach Abschluss des Kaufvertrages erhält der Makler die Provision vom Verkäufer. Herr und Frau Weber entscheiden sich für Möglichkeit A. Sie schließen mit dem Makler einen Makler-Alleinauftrag ab. Wird das Haus durch den Makler verkauft, erhält er von Familie Weber die vereinbarte Provision in Höhe von 3% zuzüglich Umsatzsteuer. Der Makler nimmt sich nun sehr viel Zeit für die optimale Präsentation des Objekts. Er erstellt ein Exposé mit professionellen Fotos und detaillierten Informationen zum Haus von Familie Weber. Dafür erstellt er einen Grundriss, kümmert sich um den gesetzlichen Energieausweis, schaut ins Grundbuch, erkundigt sich beim Denkmalamt, nimmt Einsicht in das Baulastenverzeichnis und vieles mehr. Hat er alle Informationen zusammen, bietet er das Objekt zuerst seinen vorgemerkten Kunden an. Im Anschluss sucht er nach weiteren passenden Kaufinteressenten, indem er das Objekt beispielsweise öffentlich anbietet. Mit den in Frage kommenden Interessenten führt er über mehrere Wochen, am Tage, am Abend und am Wochenende Besichtigungstermine durch. Er prüft die potenziellen Käufer sorgfältig. Dabei steht die Bonität im Vordergrund. Das ernsthafte Interesse und die Zuverlässigkeit der Interessenten sind ebenfalls wichtig. Auch Familie Müller hat das Haus von Familie Weber entdeckt und meldet sich beim Makler. Sie schließen einen Vertrag mit dem Makler ab, in dem ebenfalls eine Provision von 3% zuzüglich Umsatzsteuer vereinbart wird. Familie Müller vereinbart einen Besichtigungstermin. Der Makler zeigt das Haus vom Keller bis zum Dachboden und weist auf alle relevanten Umstände hin, die für die Kaufentscheidung maßgeblich sind. Nach einigen Besichtigungen entschließen sie sich dazu, das Haus zu kaufen. Dank der gut vorbereiteten Unterlagen hat auch die Bank schnell eine Finanzierungszusage gegeben. Wenig später lässt der Makler im Namen von Familie Müller den Kaufvertrag vorbereiten. Diese schließt den Kaufvertrag mit Herrn und Frau Weber.
Familie Müller freut sich über ihr neues Zuhause. Familie Weber ist froh, ihr Haus in gute Hände gegeben zu haben. Und der Makler freut sich, dass er Verkäufer und Käufer erfolgreich zusammengebracht hat.